Mein Name ist Martina Thiele. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin in Salzburg, lebe seit 15 Jahren in Salzburg und kenne auch die Radiofabrik ganz gut, vor allen Dingen, weil es eine wichtige Aus- und Weiterbildungsstätte für unsere Studierende ist. Ich höre schon viel Radio, auch sehr bewusst, also nicht nur im Auto, sondern auch morgens. Und wenn ich wirklich was anderes, was Innovatives, was Aufregendes, was Spannendes hören will, dann höre ich die Radiofabrik oder eben wirklich nicht kommerzielle Lokalsender wie die Radiofabrik. Die Radiofabrik ist da für viele, wenn ich mit Studierenden spreche, so der erste Schritt in Richtung tatsächlich Journalismus und hörbare Geschichten produzieren. Ja, es braucht solche Institutionen wie die Radiofabrik, frei, unabhängig, nicht kommerziell. Und es braucht sie gerade jetzt, weil es einfach wichtig ist, aus politischen Gründen seine Stimme zu erheben, hörbar zu werden, mitzumachen und zu sagen, wie man selbst die Sachen sieht. 20 Jahre, jetzt erst recht.